Und da sind wir wieder. Ja, die Pause war etwas länger, wie wir an Simon sehen. Mittlerweile besteht er nur noch aus Knochen. Bevor ich weitermache, mir ist nämlich gerade in der Pause hier die Platte vollgelaufen. Deswegen will ich mal ganz kurz, bevor wir weitermachen, speichern. Das können wir übrigens mit dieser Postkarte hier tun. Die ist quasi das Menü. Wir müssen die benutzen. Und wenn wir die dann hier öffnen, dann sehen wir können hier laden, speichern, das Spiel beenden und einfach weitermachen. Und das speichern wir hier mal unter LP einfach. Warte mal, wie muss ich denn hier, muss ich das anklicken? Ah ja. So, LP. Zack. Und dann sollte das doch eigentlich ohne Probleme gehen, oder? Ja, wunderbar. Wir exiten mal. Okay, und ich glaube, ich weiß, wo wir weitermachen müssen. Hätte ich eigentlich schon vorher machen können. Ich habe aber vergessen, dass es geht. Das hätte ich schon ganz am Anfang machen können. Denn ich glaube, ganz ehrlich, wir können diesen Baseballschläger verschenken. Tatsächlich, um als Stockersatz zu dienen. Und das wird nicht gut ausgehen, wie wir uns denken können. Ja. Gute Idee. Die sind viel zu blöd, um den Unterschied zu merken. Simon ist so Entschuldigung, freundlich. Entschuldigung, könnt ihr das hier vielleicht gebrauchen? Oh, danke schön, mein Freund. Hey Jungs, wir haben einen neuen Stab. Das wird nicht gut ausgehen. So viel kann man sich schon denken. Das wird ein klassischer Knockout. Okay, meine Freunde. Lasst uns beginnen. So, Simon, der Menschenfreund, der schaut sich das natürlich gern an, wie unser Kollege jetzt mit dem Baseballschläger dem anderen eins überzieht. Oder wie läuft das? Nicht ganz so. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Na? Ah, da ist er. Oder auch nicht? Doch. Und das ist ja irgendwie das Ende für unseren Kollegen hier. Oh je, der ist schachmatt. Jetzt müssen wir schon wieder ein Werbeplakat aufhängen. Es sind bestimmt nicht mehr allzu viele Tanzlehrer übrig in dieser Stadt. Tanzus interruptus. Endlich ist Schluss mit diesem Krach. Ja, das war, naja, einschlagend. Den Baseballschläger können wir nicht mehr nehmen, der Akkordeonspieler ist ein bisschen ausgeschaltet. Aber wir haben schon gehört, unsere Tänzergruppe, die sucht nach einem neuen Tanzlehrer. Und wir wissen, wo wir einen finden können, nämlich am Hafen. Und natürlich werden wir mal wieder an die falsche Seite geworfen. Denn Bingo Bongo, der lehrt den Tanz und wir haben auch schon, als wir das erste Mal mit ihm gesprochen haben, mitgekriegt, der lehrt den Regentanz und das ist sehr praktisch. Wie geht's? Wie steht's? Ah, verrücktes Hasenohr, ich bin erfreut, euch zu sehen. Das beruht nicht auf Gegenseitigkeit. Ich überlege immer noch, wo ich meine Tänzer gelassen habe. Und ich überlege immer noch, was ich hier eigentlich mache. Ciao. Okay, vielleicht müssen wir erstmal... Ja, ich glaube, wir müssen erstmal irgend so ein Werbeplakat finden. Ich glaube, das gibt's hier am Marktplatz, oder? Ja! Genau, Werbeplakat, genau das habe ich gesucht. Denn wir wissen zwar eigentlich schon Bescheid, aber offenbar reicht das noch nicht. Wir können ihm das offenbar nicht sagen. Die traurige Tanztruppe scheint einen neuen Tanzlehrer zu suchen. So, das nehmen wir doch dann direkt mal mit. Und bringen das direkt zum richtigen Adressaten. Dann hätten wir nämlich auch für Regen gesorgt hier. Und was dieser Regen bewirkt, das werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall hilft er uns weiter. Das kann ich schon verraten. Aber gut, wer hätte das gedacht? Der Regen hilft uns weiter. Den wir mit viel Mühe hier uns erarbeiten. Was heißt viel Mühe? Eigentlich ist es nicht viel Mühe. Gut, gib bitte das Werbeplakat an Bingo Bongo. Wirf einen Blick auf dieses Plakat. Und ich suche eine Anstellung. Vielen Dank, Mann. Bingo Bongo ist so großartig. Das ist eine lustige Welt. Gut, damit ist der Hafen auch abgearbeitet.
Und wir begeben uns direkt zum Rathausplatz, wo wir uns dann mal anschauen wollen, was denn Bingo Bongo dort so alles reißen kann. So, ist er denn schon da? Ja, aber wir sehen, es gibt Probleme. Ja, was ist denn da los? Wie geht's? Nicht gut, Mann. Eine meiner Trommeln wurde beim Transport beschädigt. Und es war ausgerechnet die heilige Trommel. Nun ist sie weder heil noch Licht, was? Hey, das war ein Witz. Heilig, heilig. Jetzt brauche ich unbedingt, ich weiß nicht, wie es in eurer Sprache heißt, Warner. So, im Englischen wahrscheinlich whole und lee, weil ist ja ein whole drin, ne? Oder it's not whole anymore. Einen Verstärker? Nein, Mann, es beginnt mit B. Bassdrum. Nein, nein, Blase, das ist es, eine Blase, Mann. Sicher? Ja, ich benötige eine Schweinsblase als neues Fell für meine Trommel. Nicht gerade leicht, an so etwas heranzukommen. Würdet ihr wohl so... Ja, schon gut. Ich besorge dir eine Schweinsblase. Sie ist garantiert ein Bestandteil der Lösung. Was bleibt mir also anderes übrig? Nochmals vielen Dank, Mann. Ja, fand ich damals irgendwie total eklig, aber, also, der Gedanke, eine Schweinsblase. Theoretischerweise könnte man auch den Ballon nehmen, wahrscheinlicherweise, und die Luft rauslassen, ihn aufschneiden und drüberhängen. Aber das geht nicht. Wir müssen an einer anderen Stelle ansetzen, damit Umbongo, Beatmaster, hier loslegen kann. Ich frage mich übrigens auch, wo der Akkordeonspieler eigentlich hin ist. Der ist weg. So, wir gehen nochmal zum Marktplatz. Wir schauen mal, ob wir das Witzbuch einfach mitnehmen können. Als ich das erste Mal versucht hatte, hat es irgendwie nicht geklappt, aber das könnten wir jetzt nämlich gut gebrauchen. So, ich würde sagen, wir stecken es uns einfach direkt ein. Kann nicht schaden. Hey, lass das liegen, das ist nicht zu verkaufen. Shit. Okay, die Frage ist, wie kommen wir da ran? Ich brauche das jetzt nämlich. Hallo, ich bin's wieder. Kann ich irgendetwas für dich tun? Ja, ich brauche das Witzbuch. Was muss ich für diese persönliche Beleidigung bezahlen? Nichts, ein Gratis-Service des Hauses. Willst du nun etwas oder nicht? Ach. Momentan nichts. Man sieht sich. Okay, hier kommen wir nicht weiter momentan. Wir brauchen auf jeden Fall das Witzbuch. Aber ich glaube, das Witzbuch gibt's auch erst, wenn wir die Stinkbombe hergestellt haben. Das ist natürlich doof. Ah, Mensch, wie kommen wir denn da jetzt vorwärts? Das ist eine gute Frage. Wir müssen auf jeden Fall mal irgendwie die Uhr hier drinnen wieder ganz machen. Ich weiß gerade nicht. Wir schauen noch mal ganz kurz hier beim Magiewettbewerb nach, ob es hier irgendwelche Gegenstände gibt, die wir einsacken können. Ich glaube es aber bald nicht, zumindest jetzt noch nicht. Ich glaube momentan liegt hier noch nichts rum. Das ist bloß der Zauberer, okay. Die Zauberer können uns halt auch nicht helfen. Die sind ziemlich unnütz. Gut, hier ist momentan noch nichts zu reißen. Gehen wir wieder. In den Sumpf kommen wir noch nicht. Wofür war der Kaugummi? Das weiß ich auch nicht mehr. Das ist mir geringfügig entfallen. Den Keil brauchen wir später. Unser Geld reicht noch nicht. Den Shake brauchen wir hier, aber dann auch erst später. Was haben wir noch? Notizbuch, Broschüre. Die Broschüre ist auch nutzlos mittlerweile, oder? Eine Broschüre von diesen Verrückten, die ich getroffen habe. Ja. So, was haben wir noch? Wir haben die Angel, die brauche ich, glaube ich, im Sumpf dann. Den Ballon habe ich keine Ahnung, was wir mit dem machen können. Glühwürmchen brauchen wir noch. Schildkröte brauche ich, glaube ich, nicht mehr. Den Brei auch nicht. Gummihandschuhe, weiß ich gar nicht. Schlauchboot, Brecheisen. Schlauchboot ist, glaube ich, auch dann im Sumpf. Schwierig. Na gut, wir gehen nochmal kurz hier vorbei. Und sprechen nochmal mit dem traurigen Clown. Für den brauchen wir nämlich das Witzbuch. Willst du einen guten Witz kennenlernen? Ja? Schau mal in den Spiegel. Du bist so fies, Simon. Okay, wir brauchen nämlich dieses Ding hier, was auch bloß ein Luftballon letztendlich ist, aber aus irgendeinem Grund ist das besser als der andere. Ich weiß es nicht. Können wir vielleicht einen Tausch machen? Du kriegst den Ballon, ich nehme den anderen. Ja, besser nicht. Ich könnte es später noch gebrauchen. Na gut, wir gehen nochmal kurz hier rein. Ich weiß gar nicht, ob es hier noch irgendwas gibt, was wir jetzt machen können.
oder ob das wirklich bloß für die Bären ist. Schauen wir mal. Ich wüsste nicht, was ich ihr noch sagen sollte. Okay, gibt's offenbar nichts, dann gehen wir nochmal hier rein. Ah, Herr Sorcerer. Haben Sie den Antrag schon gefunden? Moment, ich schaue gerade nochmal. Okay, jetzt könnten wir natürlich, wenn wir es beim ersten Mal nicht gemacht haben, den Brief da drauflegen, damit das hier erledigt wird mit dem Dingens. Halt, Folterinstrumente, was war das denn? Entschuldigen Sie, aber könnten Sie bitte später wiederkommen? Na klar. Oh, die wusste ich gar nicht, dass es die hier gibt. Da schauen wir, glaube ich, mal vorbei. Die sind zwar abgeschlossen, aber vielleicht können wir da was nehmen von. Das wäre doch ganz gut, oder? Simon, denkst du nicht? So ein Folterinstrument? Ah, Herr Sorcerer. Haben Sie den Antrag schon gefunden? Moment, ich schaue gerade nochmal. So. Nehmen Folterinstrumente. Ich lasse Sie besser da, wo Sie gerade sind. Warum? Sie schmerzen schon beim bloßen Anblick. Das ist aber schade. Okay, hier können wir auch nichts mehr machen. Entschuldigen Sie, aber könnten Sie bitte später wiederkommen? Na klar. Das heißt also, hier können wir nichts mehr machen. Wäre natürlich auch zu einfach der Weg, wenn wir einfach hier Geld leihen könnten, um dann ins Schloss zu kommen. Gut. Also eigentlich nicht so gut. Dem Clown können wir momentan also auch nicht helfen. Das ist natürlich schade. Wir schauen nochmal. Wo schauen wir denn nochmal nach? Ich weiß es gar nicht mehr. Hier unten ist ansonsten nichts mehr. In dem Tätowierladen können wir momentan auch noch nichts machen. Wo ist er denn eigentlich? Der war doch hier in der Nähe, ne? Ja, hier unten. Da können wir momentan noch nichts machen, weil der Typ momentan noch Mittagspause macht. Und wir haben kein Zahnrad, um das Ganze irgendwie zu beschleunigen, um ihn da wieder wegzulocken. Ich will aber noch mal kurz in der Kneipe, in der Küche schauen. Hier bei McDonald's. Geh mal rein! Nein, rein! So. Mit dem Tätowierer brauchen wir dann auch nicht mehr weiter zu reden. Der Anorak-Typ, den brauchen wir erst wieder anzusprechen, eigentlich, wenn der Tätowierer dann weg ist. Die haben nämlich was miteinander zu tun, aber das werden wir dann erst später sehen. Ich ziehe mir jetzt aber nochmal das Sumpfling-Kostüm an und wir schauen nochmal drinnen nach. Und wieder einmal ruft die Pflicht für Sumpfman! Sumpfman! Und rein mit dir! Alles klar, Bill! Wir haben auch noch die Made, was machen wir mit der eigentlich? Keine Ahnung. Ich werde das jetzt übernehmen. Okay. Nein, ich werde das übernehmen. So, schauen wir mal ein bisschen durch hier. Aber ich glaube bald, hier gibt's nichts weiter. Die Gidigit-Brüder sind halt auch nutzlos. Das sieht aus wie der Mechanismus der Restaurantuhr. Mhm. Gut, hier gibt's nichts, aber wir können vielleicht nochmal oben beim Sumpfling schauen, denn dort waren wir bloß in der Zwischensequenz drin. Vielleicht finden wir hier noch was. Irgendwie sind die Babys weg. Na gut. Hier ist nichts. Der Sumpfling selbst, ja. Ansonsten scheint es hier aber leider auch nichts zu geben. Das ist schade. Das ist ärgerlich. Na gut, mit dem Sumpfling will ich gerade eigentlich gar nicht reden, weil es da nicht viel zu besprechen gibt. Wofür war dieses Bonbon? Ich weiß es nicht mehr. So, er sagt jetzt auch gar nichts mehr. Nachdem wir das erste Mal drin waren und das irgendwie überraschend für ihn war, ist es ihm jetzt egal offenbar. So, vielleicht reden wir nochmal mit dem. Möchten Sie bestellen? Weiß nicht, eigentlich brauchen wir ja nichts mehr, ne? Geben Sie mir einen MacBig und eine Pommes. Da bist du hier leider falsch, Kleiner. Wir haben höchstens etwas mit Biosumpf, wenn du möchtest. Biosumpf. Haben Sie nicht irgendwas ohne Sumpf? Haben wir irgendetwas ohne Sumpf? Was ist das? Das Angebot des Monats. Ein Schuppenburger, eine Schneckenschleimkugel und ein Schweißshake. Ich glaube, ich bin bedient. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Schade, ich fand den eigentlich sehr schön. Haben Sie nicht irgendetwas ohne Kalorien? Wie wär's mit Schneckenburger? Schneckenburger haben wenig Kalorien, oder?
Und viele Proteine, Kleiner. Gut für die Verdauung. Danke, aber ich glaube, ich bin bedient. Sonst noch was, Kleiner? Nein, mehr können wir mit ihm wirklich nicht besprechen. Gut, wir haben... Jetzt stecke ich gerade mal ein bisschen fest. Ich weiß jetzt nämlich nicht mehr, wie es weitergeht. Wofür ist der Ballon da? Ich weiß es nicht mehr. Also jetzt ein bisschen kritisch. Ich muss irgendwie an diese blöde Schweinsblase rankommen, aber ich weiß nicht mehr wie. Wie ging denn das? Mensch. Aber das war doch, glaube ich, die vom Clown. Ja, hier gibt's ja auch nichts mehr, was wir eigentlich tun können. Ich glaube, die Verrückten oben sind abgeschlossen. Die müssen wir nicht mehr aufsuchen. Ich glaube, mit denen können wir nichts machen. Zumindest wüsste ich nicht was. Tja. Stehen wir auf dem Schlauch, wa? Gut, gehen wir mal bei Calypso vorbei. Weiß nicht, ob wir hier noch irgendwas reißen können. Wahrscheinlich eher nicht. Aber man kann es ja mal probieren. Ich hänge irgendwie total fest. Ich wünschte wirklich, ich könnte dir helfen. Aber ich bin nur ein ahnungsloser alter Dummkopf. Niemals wurde ein wahreres Wort gesprochen. Gut, also Calypso kann uns nicht weiterhelfen. Wenn ich sagen würde, dass du einen wundervollen Körper hast, dann würde ich vor lauter Lügen rot werden. Lass mich in Ruhe. Simon ist so unglaublich galant und charmant, das ist kaum auszuhalten. Dieser Schrank trägt die alleinige Schuld an meiner Misere. Gut, ansonsten ist ja nichts weiter gewesen, also das bringt uns auch gar nichts hier, Calypsos Laden. Schade eigentlich. Was tun wir denn da jetzt? Wenn wir... Nee, wir brauchen... Oder ist das der Kaugummi? Bringt der Kaugummi uns weiter mit der Stinkbombe? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, der ist für irgendwas anderes dann später. Ja, ich glaube, ich weiß, wo wir den brauchen. Brauche ich jetzt eigentlich nicht reingehen. Die Made. Wofür ist die Made? Wofür ist die Schildkröte? Die Made und die Schildkröte, von denen weiß ich nicht, wofür sie sind. Das leuchtet mir gerade nicht so ganz ein. Ich mache mal eine ganz kurze Unterbrechung und sobald ich wieder eine Idee habe, sehen wir uns wieder. Ich speichere mal ganz kurz und probiere dann mal ein bisschen rum. Speichern, danke. Also, bis gleich.